Gleich geht's weiter. Hallo, heute in der RTL-Nacht-Show Nina Ruge, die Pracht der Nacht im ZDF. Der Chefingenieur der Enterprise, Scotty, alias James Doohan, Ex-Knastbruder und Schriftsteller Siegfried N. Dennery. Und Musik gibt's vom Ruhrgebietsrocker Stefan Stoppock. Bis heute Abend. Die RTL-Nacht-Show mit Thomas Koschwitz, heute 23.15 Uhr bei RTL. Yeah! Die Stones! Hot und hautnah in exklusiv das Star-Magazin. Interviews und Backstage zur legendären Voodoo-Lounge-Tour 95. Frauke Ludowig trifft Mick Jagger und Co. Exklusive Talks und bisher unveröffentlichte Bilder der erfolgreichsten Rockband aller Zeiten. Die Rolling Stones in exklusiv das Star-Magazin. Sonntag, 30. Juli um 19.10 Uhr. Nur bei RTL. Gleich geht's weiter. Gefahr und Geheimnis, wenn der Osten auf den Westen trifft. In unserer neuen Serie Echt Harder. Donnerstag, 21.15 Uhr, nur bei RTL. Gleich geht's weiter. Es gibt eine Devise. Wir müssen zeigen, dass wir stark sind. Das ist unser Job. Scheiß Job. Notaufnahme, Donnerstag, 22.15 Uhr bei RTL. RTL. Der große TV-Roman bei RTL. Diesmal mit einer Deutschlandpremiere. Zwei Mütter. Er liegt im Sterben, Sie dämliche Kuh! Zwei Söhne. Ich möchte nach Hause. Eine Liebe. Bitte nach Hause, James. Eine Krankheit. Donald hat AIDS. Seit wann weißt du das? Wenn Herzen zerbrechen. Hast du es auch? Ich brauche jetzt einen Freund. Lass mich nicht alleine, Mutter. Ein Film aus der Reihe Schicksalhafte Begegnungen. Nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL. Guten Abend, gleich kommt Stern-TV. In Deutschland gibt es ja seit vielen Jahren eine Gurtpflicht, aber immer weniger befolgen sie. Doch jetzt schrecken Meldungen die Autofahrer auf, dass der Gurt unter bestimmten Umständen reißen kann. Und zwar dann mit tödlichen Folgen. Für all diejenigen, die sich ursprünglich auf ihn verlassen haben. Stern-TV wird Ihnen gleich zeigen, was Ihnen mit und ohne Gurt passieren kann. Und wie Sie aber auch genau kontrollieren können, ob so ein Gurt noch einigermaßen funktioniert oder nicht. Außerdem die Not mit den Noten. In diesen Tagen gibt es Zeugnisse. Und wir berichten, wie immer mehr Kinder mit der Schule einfach nicht mehr fertig werden. Und wie sie schon in der Grundschule, zum Teil von ihren Eltern, initiiert mit Medikamenten vollgepumpt werden. Und außerdem, was verbindet diese Telefonkarte, die sogenannte Stasi-Telefonkarte, mit diesem Überraschungsei? Diese und noch viel mehr Antworten auf brennende Fragen der Zeitgeschichte gleich bei Stern-TV. Unser Top-Thema im RTL-Nachtjournal. Steuerfahnder bei Steffi Graf. Hat das Tennis-Idol den deutschen Fiskus betrogen? Oder war Steffi Opfer der Finanzabenteuer ihres Vaters?